Moin Katze. Ja. Das kann man so sagen. Und bei dir? Ich habe auch gestern hingelegt, irgendeine Doku angefangen. Über die Entwicklung des Christentums. Die ersten 1000 Jahre. Und irgendwie so ein paar Stunden später waren die gerade beim Konzil von Nicea. Und das war 300 noch was. Und ich dachte, hallo,
Wie lange dauert das denn hier? Weil überhaupt nicht drauf geachtet, wie lange es dauern würde. Und dann, ich glaube, so 400 Jahre später bin ich eingeschlafen. Ja. Ich muss jetzt nochmal gucken, wie lange das jetzt wirklich dauerte. War halt Autoplay. Und am Anfang, was habe ich geguckt? Wie verschiedene Änderungen an der Bibel gemacht wurden, wie die entstand, wie Sachen hinzugefügt wurden, definitiv hinzugefügt in späteren Kopien. Bei vielen Sachen weiß man noch nicht, was nun, ob das nun hinzugefügt oder rausgenommen wurde. Ist auf jeden Fall interessant. Also gerade wenn vielleicht für die Leute, die denken, dass irgendwo tief unterm Vatikan so die Urbibel existiert, von der dann immer wieder Kopien gezogen werden. Was halt nicht so ist, aber halt diesem Bild entspricht, von wegen, das sei Gottes Wort. Und Gottes Wort kann es ja nicht einfach ändern. Geht ja nicht. Aber der Punkt ist halt, es ist gar nicht Gottes Wort in the first place. Gewesen.
Ja, aber es gibt zig, also so gerade die Hardliner, die man so aus Amerika kennt. Die gibt es auch hier in Deutschland, die Freikirchen, die sogenannten Bibeltreuen. Für die ist das ja nicht nur ein Märchenbuch, wenn man so will, sondern tatsächlich ein historisches Buch im Sinne von so war das. So, das ist die Geschichte der Menschheit. Die Welt ist 6000 Jahre alt und so. Und Gott hat sie geschaffen. Vor 6000 Jahren, mit allem Drum und Dran. Und lässt die halt nur älter aussehen. Damit die Wissenschaftler auch was zu tun haben. Aber interessant ist dann natürlich halt auch, was da so geändert wurde. Nicht warum. Warum ist eigentlich oft klar, da gab es theologische Gründe, politische Gründe natürlich. Zeit, wie nennt man sowas? Also im Grunde kann man sagen, kulturelle, zeitlich relevante Gründe. Ja, nur das Warum, kann man heute halt nicht mehr so einfach nachvollziehen. Zum Beispiel, oder eins, wo man es nachvollziehen kann, ist zum Beispiel der Spruch, als Jesus dann gekreuzigt wird und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was, womit wahrscheinlich dann die Römer gemeint sind, die ihn da aufhingen. Vielleicht aber auch die Juden. Denn Jesus war ja Jude. Das wissen viele auch nicht. Denken, er war Christ. Der Satz wurde später hinzugefügt. Also das hat er gar nicht gesagt in den ersten Texten. Aber das sollte halt ein bisschen versöhnlicher stimmen. Und das war eindeutig eine politische Hinzufügung. Schwieriger wird es dann zum Beispiel bei der Geschichte, wo eine Frau rangebracht wird, von wegen hier, die Frau hätte ihren Mann betrogen und Jesus soll jetzt über sie richten. Und das war halt eine, könnte man sagen, das war tricky im Sinne von, es gab eine ganz klare Vorlage,
was in so einem Fall zu tun ist, nämlich die Frau zu steinigen, die ihren Mann betrügt. Alte Testament, 10 Gebote. Und das war halt jüdisches Gesetz. Oder, was war das andere? Also entweder würde er sich so entscheiden oder würde dagegen sprechen. Und dann würde sich halt eindeutig quasi als Verräter, als als Verräter outen. Und dann geht er hin und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann haben sie sich alle verpieselt. Und dann wurde halt klar, ja gut. Da sind wir natürlich alle nicht ganz unschuldig. Die Story ist nie passiert. Also in keinem anderen Skript. Die ist irgendwann 400, 500, also im Jahr 400 oder 500 nach Christus, wurde die halt da reingeschrieben. Und die stach halt raus, also war recht einfach zu finden, weil die Sprache ist ein bisschen anders, der Kontext fehlt. Das war Markus, steht auch nur in dem einen Ding drin. Oder in dem Zusammenhang halt auch interessant, dass die Bücher der Apostel, also Lukas, Markus, Johannes, wer war der vierte? Weiß ich gerade nicht. Da denkt man halt immer, das waren die Apostel. Aber es gab überhaupt keine Autoren. Also die Bücher oder die Schriften, die man da fand, die haben keine Autoren. Die wurden später halt hinzugedichtet, um dem Ganzen irgendwie so ein bisschen mehr Form zu geben. Früher oder damals konnten vielleicht 10% der Weltbevölkerung lesen, geschweige denn schreiben. Und sicher nicht diese 12 Apostel von Jesus. Texte sind eh älter, die können gar nicht von denen geschrieben worden sein. Hat man dann den einfach mal angedichtet. Und ich meine, wir haben die Bibel schon, ich habe die schon in der Schule, in der Grundschule gelesen. Und beide Seiten, also sowohl die evangelische als auch die katholische. Und damals gab es schon so komische Sachen, die von den Lehrern, also der evangelischen Lehrerin, hervorgehoben wurden. Das beginnt schon bei der Genesis, also bei der Schöpfung der Welt. Die wird in 4 Büchern 3-mal anders beschrieben. Paulus. Ja, Paulus war ein Typ, der kam viel später. Es war ja dieser Saulus zu Paulus. Ein Typ, der die Christen erst verfolgte und dann irgendwann kurz vor Damaskus. Muss ich immer dran denken, wenn ich Assassin's Creed gespielt habe. Das ist richtig, ja.
Das ist absolut richtig. Saulus hat kurz vor Damaskus, der ist halt unterwegs, um wie in Inglourious Basterds, irgend so ein Nazi, der halt nach Oppositionellen sucht. Kurz vor Damaskus hat er eine Vision und sieht Jesus, der natürlich schon lange tot ist, und ihn fragt, warum verfolgst du mich? Und wird dann vom Saulus zum Paulus und zum Verfechter der Christenheit. Kann man sich, glaube ich, genauso vorstellen. So eine krasseste Änderung eigentlich ist dann die, Jesus ist gestorben, wird in dieser Höhle zur Ruhe gesetzt, einen riesen Stein davor geschoben. Später kommen wahlweise ein, zwei oder drei Frauen vorbei, wollen das Grab besuchen und stellen fest, der Stein ist zur Seite gerollt, die Höhle ist leer. Besoffenen Typen in weißen Klamotten, wahlweise ein Engel oder irgendein Typ in weißen Klamotten, der ihnen sagt, Jesus ist wieder auferstanden. Und sie sollen zu den Aposteln gehen und ihnen Bescheid sagen, dass er nach Galiläa gegangen ist und sie ihn da wiedersehen können. Aber die haben Schiss und erzählen niemandem was davon. Und damit endet das Originalskript. In anderen geht es dann aber weiter und werden bis zu 12 Verse hinzugefügt, in denen die Story halt nicht mit so einem Cliffhanger quasi endet, sondern ja, weitergeht. Deswegen feiern wir heute Ostern. Aufgrund der hinzugefügten Verse. Oder wir nicht, vielleicht, aber Christen. Obwohl ich immer gerne Eier angemalt habe. Man kann aber auch Steine anmalen oder so. Das sieht auch ganz schön traurig aus hier, ne? Baum trifft.
Das stimmt auch, ja. Also man hat viele alte Feste übernommen. Kann ich gern machen. Ist auf Englisch allerdings natürlich. Uiuiuiui. Ich hatte es geregnet die Nacht. Schön. Na.
hält dich ganz schön auf Trab, der Park. Das ergibt auch keinen Sinn. Letzter. Ich denke, ein Planschbecken nutzt da auch nicht viel. Ich stelle mir gerade vor, wie schnell das Wasser warm wird. So ein Pavillon. Schneit. Ja, von dem Teich hattest du schon erzählt.
Leer. Kann ich schießen? Der Sonne Spawn umstellt. Thema Trockenheit lasse ich heute von einem Ort in Thüringen, Astern. Der quasi schon so als Ausblick auf die Zukunft Deutschlands gehandelt wird. Das ist alles tot. Es gibt kein Wasser mehr. Egal ob jetzt Trinkwasser oder Grund oder Flüsse oder Trinkwasser, absolut kalkhaltig. Alle 2-3 Jahre neue Waschmaschinen. Duschzellen sehen aus wie Kalksandsteinwerke. Das ist eine meteorologische Station, die seit Jahren 0,00 Niederschlag misst, aufgrund der topologischen Begebenheiten drumherum. In jeder Himmelsrichtung stehen irgendwelche Gebirge, Berge. Und der Regen wird einfach gestoppt. Ja, seit einigen Jahren. Null Niederschlag.
Also der Regen fällt, bevor er dort ankommt. Die Leute sitzen zu Hause und gucken Wetterberichte und Radar, und sehen, wie sich das nähert und dann aber nicht ankommt. Flüsse ausgetrocknet, Seen ausgetrocknet, Grundwasser ist weg. Eltern zeigen ihren Kindern Bilder von damals, als sie irgendwo fischen waren, angeln gelernt haben, im Schilf rumgewartet sind, dass es heute alles nicht mehr gibt. Also eine Generation später. Gab es alles noch bis über den Fall der Mauer hinaus. Ja. Seit ein paar Jahren versucht man da auch, halt einfach Sachen anzupflanzen, die es halt eher so im südlichen Mittelmeerraum gibt, an Bäumen und so. Palmen, libanesische, wie heißen die, Libanon. Zedern oder so. Aber obwohl es da auch schon Ausfälle gibt, also Sachen sich halt nicht anpflanzen lassen, denn brauchen halt trotzdem Wasser. Sind die alle natürlich noch im Kinderalter, wenn man so will. Im Kindesalter. The counter is gone.
nützt mir nichts. Ach du Scheiße, das ist der Spawnpoint da. Kann nichts machen.
Thank you.
So, letzte Runde. Gehen wir einkaufen. Morgen soll es wieder ein bisschen kühler werden hier. Übermorgen. Sogar regnen. Was soll das werden? Letzte Runde bei mir hier. Gehe ich mal einkaufen. Schauen, ich schwitze jetzt schon wieder. Oha.
Paula. Paula ist sicher auch ein schöner Name für eine Katze. Oder eine Ratte. Noch so eine Kackrunde. 15. Komm, eine noch. Eine letzte. Allerletzte. Die allerletzte Runde. Ja, steht später mal auf meiner Urne. Und er fuhr eine letzte Runde. Bestellte eine letzte Runde. Ich bin der Einzige, der hier langfällt, siehst du das? Super. Ich tue so, als wäre ich einer der kaputten Panzer da.
und versteck mich hier im Graben. Es gibt ja auch richtige Tarnungen für die Panzer.
Ne, es gibt's ja auch. Kannst du dir erspielen oder kaufen? Scout, moin und danke für den Raid. Host? Steht da nicht. Nur ist das gerade meine letzte Runde. Und danach höre ich auf zu streamen. Das kannst du natürlich nicht wissen. Okay, ja, dann mach das. Beste Zeit, um sich hinzulegen. Ich werde mal schauen, wo ich sie dann wieder hinschicke. Vielen Dank und gute Nacht. Ja. Vielleicht noch eine Runde. Das war jetzt lame. Ich habe mal so im Alleingang A erobert. Und verteidigt. Ja, meine berühmte letzte Runde. Fuck. Tendenziell ergibt es sich dadurch, dass ich immer beschissener spiele. Aber jetzt war ich ja gerade auf einem richtig guten 10. Platz. Gar keine Artillerie. Hier und hier können wir noch ein Dings bekommen. Spielen wir noch bis zum Kasten, bis zur Kiste, bis zur Trophy. Ach. Ja. Ich will halt auch nicht. Ich wollte halt einkaufen gehen, aber nicht mitten um 12. High Noon. Könnte man sich so langsam die Siesta der Südländer angewöhnen. Was Eiskaut offensichtlich tat. Er lebt ganz woanders. Gibt's ja auch. Das gibt's ja auch.
Kratze, jedenfalls vielen Dank. Macht das. In Hamburg werden gerade diese Kleidercontainer abgeschafft. Warum, weiß ich nicht. Ich habe nur die Headline gelesen. Ich glaube, die schmeißen immer nur Scheiß rein. Ich bring meine auch zur DRK. Hier stehen so kleine Container rum. Da konnte man die Klamotten immer reintun. Ja, ich weiß es nicht. Ich lese das nachher mal. Der war ein bisschen zu fett. So gibt es aber keine Kiste.
Ja, klar, oben drauf. Und dann noch die guten Aimbot-Jungs. Fuck. Nee, es gibt keine Kiste. What? Wie viel haben denn da mitgespielt? Okay. Die Map mag ich ganz gern. Ich überlege gerade, die deutschen Panzer mag ich überhaupt nicht gern. Zumindest die auf dem Level nicht. Aber da muss man durch, ne?
hinter uns.
Ah, fuck. Das ist jetzt auch nichts mehr. Russen. Da komme ich auch lieber von Süden.
Siebter. Eine Kaffeesalle. Keine Kiste.
Okay, das haben wir auch selten gehabt. Also heute noch gar nicht. What's this going on? Oh yeah. Fuhr. Aber Tunesien hier passend zum Thema.
Kleine Freshtags. Ja, klar. Celentano. Geil. Nein. Oh nein. Alles meine Schuld.
Schade. Und die Runde wird noch ganz schön lange dauern, so wie das aussah. Das ist echt eine meiner Lieblingsmaps. Ich hole mir mal eben Kaffee. Oh, wir haben einen Panzer gewonnen. Hm. Katze, danke, Baby.
haben wir nicht mal genug Geld für die Crew. Geld ist hier so ein Ding. Und überhaupt. Jetzt schon nach 12. Jetzt haben wir hier diesen Riesenturm. KV2, was man sich dabei gedacht hat. Supply post has captured.
brenne, aber ich kann noch nicht löschen. Ja. Und wieder Cabrio. Einen Schuss habe ich noch.
Da ist meine Kiste. 1 Million, komm. Oh nein. 50% Rabatt auf einen Bomber. Und ich habe noch nie ein Pfennig Geld hier ausgegeben. Cent. So, da war die Kiste. Also, allerletzte Runde. Dann einkaufen und schlafen gehen. Wieso du mir nicht glaubst? Aus Erfahrung? Aus Erfahrung? Das ist meine letzte Tasse Kaffee mit Milch. Ich muss einkaufen.
Also. Oh nein. Was war der denn? Ach du Scheiße.
okay. Vollkommen gerechtfertigt. So, ja, nicht Kaffee, Milch fehlt. Und nur schwarz klingt zwar gut, aber ja, wenn man sich daran gewöhnt. Fürs Zuschauen und trotz der Hitze und allem. This from sound. The Japanese have rites and ceremonies so different from those of all other nations. The things they do are beyond imagining. And it may be truly said that Japan is a world the reverse of Europe. To the first Westerners in Japan, it was a mysterious world. Mach ich. Euch viel Spaß. Und ja, später vielleicht. Schwitzt nicht so. Bis dann.
Das ist ja verrückt. Danke für den Hinweis. Bis dann.